Da ist dieser Servitor wieder. Das ist ein neuer Servitor. Einmal eliminiert, kommen sie nicht mehr zurück. Noch ein Servitor beißt ins Gras. So eine Äthersauerei. Bitte versuche es nicht einzuatmen. Ich werde das als einen weiteren Triumph für euch vermerken. Willkommen an Bord, Captain. Wunderbar, dich wiederzusehen. Ich habe ein Schiffslog für dich vor... Captain, hallo. Heute... Captain, hallo. Bevor du auf Nessus ankamst, war meine erste Pflicht, mich der gleichgültigen Stille der Leere hinzugeben. Ich musste mich um Kram kümmern. Doch du hast mir entscheidend dabei geholfen, neue Aufgaben zu akquirieren. Ein paar Fieslinge fertig und die Vorhut wird dir danken. Ja, ich kann.
kannst doch, wenn ich will, oder? Kabale sind unterwegs, mit einem weiteren Landemodul. Ich habe den Ausgang dieses Unterfangens bereits berechnet. Fail safe.
Wie stehen die Chancen, dass wir dieses Landeschiff einnehmen? So gut wie immer. Und wieder ein paar Fieslinge weniger. Ein erfolgreicher Tag. Das Schiff gehört uns. Noch ein Landeschiff zu Schrott verarbeitet. Meine Berechnungen besagen, dass du die Moral der lokalen Rotlegion um 28% gesenkt hast. Glückwunsch!
Einer meiner Verborgenen hat einen Verstrickungsgeist ausfindig gemacht. Diese Klasse der Wächsgeister sollte die nötige Prozessorleistung liefern. Sehr gut. Wir werden uns ein Hirn schnappen. Diese Wex sind aus einem bestimmten Grund hier umhergewandert. Sehen wir uns weiter um. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Unser Wex, schnapp ihn dir. Thank you.
Nein, nein, nein. Wir haben dich. Jetzt wird schön hier geblieben. Wunderbar. Das ist unser Prozessor. Ich muss ihn nur noch mit dem Vex-Netzwerk verbinden. Ihr seid nicht weit vom Brunnen der Echos. Richtig. Die Konfluxe sollten dort funktionieren. Bring mich zum Konflux und ich stöpsele den Prozessor ein.
hoffe, hiermit funktioniert es. Schlechte Neuigkeiten. Der Prozessor hatte einen Kurzschluss. Ich habe Bildmaterial, aber keine Koordinaten. Ich weiß nicht mehr weiter. Wir haben all unsere Gedanken an eine Bedrohung in der Zukunft verschwendet. Was, wenn die Antworten in der Vergangenheit liegen? Wenn ihr den Code findet, der Panoptes erschaffen hat, könnt ihr den Immerforst gegen die Vex einsetzen. Ja, wir reisen zu dem Moment zurück, an dem Panoptes entstand, spulen die Zeit vor und benutzen diese Daten, um in der Gegenwart herauszufinden, wo er sich befindet. Oh, das ist gut, Ikora. Das ist Osiris-mäßig gut. Das ist unsere einzige Chance. Entweder setzen wir den Immerforst gegen die Vex ein, oder wir bereiten uns auf das Ende vor. Ich kalkuliere, wo wir hin müssen. Der Ort ist leicht zu finden, aber eine Simulation in der richtigen Zeit zu finden, ist schwieriger. Alles klar. Finde den Algorithmus, der den Forst erschaffen hat. Dann findest du auch zu Panoptes. Die Vex wissen bestimmt, dass sie hier am schutzlosesten sind. Diese Simulation wird sicherlich gut bewacht sein. Der Zeitpunkt in der Geschichte, an dem sie eine Realitätsmaschine erfunden haben, es gibt nichts Wichtigeres.
Bei all unseren Versuchen waren uns die Vex stets zwei Schritte voraus. Aber dank dir und Ikora haben wir jetzt die Chance, sie endlich mal zu überraschen. Sehr beeindruckend. Was ich also sagen will, ist, wenn all das hier vorbei ist, werde ich es tatsächlich vermissen, dein Geist zu sein. Ein bisschen. Okay, wir müssen zur Spitze dieses Turms, um den Algorithmus herunterzuladen, bevor die Vex den Immerforst kreieren können. Weißt du noch, wie ich gesagt habe, dass die Vex alles vorhersehen? Sie haben automatisierte Gegenmaßnahmen gegen Eindringlinge hier. Sie werden auf alles, was du tust, reagieren und es abwehren. Sei unvorhersehbar. Genau wie wir uns dachten, sie warten auf uns. Jetzt können wir uns nur noch reinkämpfen. Thank you.
Wir sind drin. Gehen wir nach oben und finden diesen Algorithmus. Thank you.
schalten wir diese Maschine aus. Wir haben es geschafft.
Bingo. Scanner, isoliere Panoptes Muster, lege sie auf die Karte. Und wir haben ihn. Panoptes landet immer an denselben Koordinaten. Es ist vorbei. So besiegen wir die Vex. Ich habe eine Veränderung festgestellt. Eine neue Zukunft. Ich werde Osiris informieren. Warte, eine Verteidigungsunterroutine? Neue Realitätsverzweigungen vorlesen? Nein. Nein! Sind wir? Merkur? Wie sind wir wieder hier gelandet? Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass wir in der ETZ waren, das Ding gefunden haben und dann... Bam! Oh, ich fühle mich so komisch, als ob jemand alle Möbel im Haus umgestellt hätte. Und das Haus ist mein Gehirn. Okay, hätte nie gedacht, dass ich das mal frage, aber... Wer war noch in meinem Kopf? Zugriff auf Arbeitsspeicher. Oh, hattest ja alle Hände voll zu tun. Ohne mich. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Augenblick mal. Da ist noch etwas anderes mit mir hier drin. Kodierte Holobilder. Große. Definitiv wächst. Hör mal, ich kann die Daten nicht entschlüsseln oder das Tor öffnen. Wir brauchen Verstärkung. Wir brauchen Ikora. Gute Idee, oder? Gern geschehen. Was? Warum habe ich das gerade gesagt? Check. Natürlich helfen rhythmische Bewegungen nicht wirklich im Kampf, aber es... Willkommen, Hüter. Danke, dass du beim Everversum eingekauft hast. Dann schauen wir doch mal, was wir uns mitgebracht haben. Die Welt ändert sich. Du musst vorbereitet sein und dich anpassen können.
Nachrichtenübertragung? Ich weiß nicht, wer hier das ist. Das ist nur der Deckmantel des Kriegskults. Unglücklicherweise bringt uns der Sieg über die Rotlegion nicht die verlorenen Archive zurück. Manche Dinge haben doch ein Ende. Das ist unsere Chance. Die Welt ändert sich. Du musst vorbereiten. Fangen wir an. Danke dir. Hier, bitte. Ein gutes Auge. Zeig's ihnen. Alles kommt zusammen, oder nicht? Vielleicht sehe nur ich das so. Zeit ist gekommen, Güter. Das Eisenbanner ist zurück. Ich lasse nicht zu, dass wir so kurz vor dem Sieg versagen. Sagiras Opfer muss etwas bedeuten. Du weißt, wo Panoptes wartet. Wie auch Osiris. Er wird alleine kämpfen wollen. Und ohne unsere Hilfe wird er sterben. Und ohne Sagira. Nur sie kann das Tor öffnen. Sie war unser Schlüssel. Osiris hat mir zwar alles über das Dasein der Warlocks beigebracht, aber natürlich weiß ich mehr.
Du musst zurück zu Merkur. Dieses Mal werde ich mit dir gehen. Sehen, ob deine Mühen Osiris Aufmerksamkeit auf mich lenken werden. Ich meine, auf uns.
Das ist es. Egal ob wir oder Panoptes, für jemanden endet heute die Zukunft. Osiris hat jahrelang studiert, wie man ihre Tore öffnen kann. Uns bleiben keine Jahre. Wir müssen Panoptes vor Osiris erreichen. Sollte er sterben, ohne Sagira zu haben, dann bleibt er mausetot. Der Immerforst, er ist riesig. Hätte nie gedacht. Wenn das Schicksal der Welt nicht auf dem Spiel steht, können wir dann nochmal einen Abstecher hierhin machen.
Wir haben nur einen Versuch. Falls wir Panoptes hier verlieren, dann finden wir ihn nicht mehr. Ist Osiris. Osiris und Sagira kamen in den Forst, um Panoptes aufzuhalten. Doch sie sind nicht hier. Ja, schon.
nein, nein! Wir werden aus dem Frost gelöscht! Ich kann es nicht aufhalten! Panoptes! Stell dich! Ich blocke ihn, solange ich kann! Schalte seine Verteidigungen aus! Setze die Arkusladung ein! Ich kann dir freie Bahn auf sein Auge verschaffen, Hüter! Schieß auf sein Auge, jetzt! Immerforst ist abgelaufen. Die Schilde! Panoptes nicht entkommen lassen. Folge ihm.
nur eine rauskommt. Meinen Geist zurück. Der Wächsgeist ist vernichtet und damit auch der Weg in eine düstere Zukunft. Und falls du dich fragst, unsere Hüter waren unglaublich. Unsere Hüter? Mein Hüter, du Hüterdieb. Osiris ist schon sehr lange her. Viel zu lange, meine... Ich... wollte Schülerin sagen. Aber... Das Wort wird dir nicht gerecht. Ich hatte andere Lehrer. Zeit. Schmerz. Einen Hüter, der das Unmögliche möglich macht und mir am Herzen liegt. Die Welt hat sich verändert. Wie die Stadt auch. Du könntest mit mir zurückkommen. Nein, ich gehöre jetzt hierhin. Diesmal haben wir die Wächs besiegt. Doch viele Gleichungen führen zum selben Ergebnis. Wenn sie jemals eine andere finden. Außerdem, ich habe vieles vorausgesehen. Doch niemals dich. Nun haben wir eine Zukunft. Der Pfad in den Forst steht dir immer offen, solltest du mich brauchen. Oder wenn du reden willst. Sehr gerne. Super. Galaxie gerettet. Ihr seid wieder Freunde. Es gibt neue Helden. Oh, und gern geschehen. Auf geht's, Lichtlein. Wir haben unendliche Realitäten vor uns. Und alle Zeit der Welt. Ich kann's nicht glauben, dass du Osiris in den Immerforst zurückkehren lässt, ohne mich ihm vorzustellen. Ich habe sämtliche Schriften von Osiris studiert und 5 Werke darüber verfasst. Sag mir nochmal, wie viele Osiris-Bücher du geschrieben hast. Dennoch, jemand muss die Omen aufzeichnen.
Ich habe welche gesehen, die meine Aufmerksamkeit auf den Immerforst lenken. Geh seinen Mysterien nach. Ich bin sicher, Osiris wird erfreut sein. Und vielleicht wird er dann seinen ergebensten Diener besuchen.